Heute eine Vorlesung in zweiter Klasse. Ihr kennt das schon von unseren Montagabenden. Ihr braucht als Hilfsmittel eine eingewickelte Decke oder wenn ihr noch eine Yogamatte habt, die ihr nicht braucht, dann könnt ihr die Yogamatte auch zusammenrollen. Oder ihr nehmt euch zwei Röhrchen, falls ihr sowas zu Hause habt. Dann kommen wir immer in einen bequemen, aufrechten kreuzbeinigen Sitz. Schließ deine Augen. Aktiviere deine Fußzehen. Also spreiz deine Fußzehen, schieb den Fußball nach vorne. Nimm eine riesige Einatmung, schieb dein Brustbein in die Decke. Atme durch den Mund alles aus. Lass deine Augen geschlossen. Aktiviere deinen Beckenboden, zieh den Bauchnabel nach innen. Und fang an, tiefer ein- und auszuatmen. Stelle, in dir, die heute ein bisschen mehr Aufmerksamkeit braucht. Vielleicht gibt es eine Stelle, die sich viel besser anfühlt als sonst. Schau einfach, was du finden kannst. Haben wir immer eine Intention und die Intention für heute ist, nimm dir was du brauchst. Also fühl mal nicht rein, was es gerade gibt, was dir fehlt oder was du noch ein bisschen mehr gebrauchen könntest. Und während du danach guckst, schau mal, wo in deinem Körper du das vermisst. Vielleicht spürst du das in deinem Bauch, wenn du an das Gefühl denkst, was dir fehlt oder vielleicht ziehen sich deine Schultern nach oben, der Beiß auf deine Zähne, kann ganz viel Auswirkungen haben. Wenn du eine Sache hast, die du gerne mehr hättest, dann saug dich mal einmal voll mit diesem Gefühl oder dieser Idee, die dir fehlt und spür, wo sich was in dir verändert. Vielleicht fangen deine Mundwinkel an, sich nach oben zu bewegen, wenn du daran denkst, an dieses Gefühl. Entspannen sich deine Schultern, vielleicht entspannt sich dein Bauch. Du kannst deine heutige Yoga-Praxis nutzen, um immer wieder dich an dieses Gefühl zu erinnern, dass du mehr in dir haben möchtest und daran, wo du es spürst. Dann kannst du in jeder Haltung daran erinnern, dieses Gefühl zurückholen und hoffentlich hast du dann am Ende von der Stunde ein bisschen mehr davon. Wir fangen mit einer kleinen Atemübung an. Und zwar atmest du so lange ein, wie du kannst, so lange und so lange, langsam wie du kannst, hältst den Atem an, so lange wie du kannst und atmest so langsam und so lange aus, wie du kannst. Und so lange wie du kannst bedeutet, dass du nicht kurz vorm Ersticken sein sollst, sondern dass du das so machst, dass es für dich noch gut ist. Wenn du magst, kannst du auch die Einatmung des Halten und die Ausatmung zählen, zum Beispiel bis 10. Also einatmen so lange und so langsam wie du kannst, anhalten so lange wie du kannst, ausatmen so lange wie du kannst.
Bauchnabel nach innen für deine und verschließ die Kehle für die Ujjayi-Atmung. Und dann komm runter, wenn du auf was drauf sitzt. Streck dein linkes Bein zur Seite. Ich spiegel dich wie immer. Und du bringst deinen rechten Fuß auf die Innenseite vom Oberschenkel. Bring entweder deine linke Hand oder deinen linken Unterarm an deinen Unterschenkel. Lass dein linkes Ohr zur linken Schulter sinken. Einatmen, geh deine Brustbein Richtung Decke. Zieh den rechten Arm von dir weg. Ausatmen, entspann die Schulter nach hinten unten. Lass den Kopf noch mehr hängen. Einatmen durch die Nase mit Geräusch. Ausatmen durch die Nase mit Geräusch. Einatmen, zieh den rechten Arm nochmal ganz lang. Ausatmen, bring die rechte Hand hinter deinem Rücken zur Hüfte. Einatmen, schieb dein Brustbein Richtung Decke. Ausatmen, schieb beide Schulterblätter weg von den Ohren. Lass deinen Kopf wirklich hängen. Entspann deinen Kiefer. Einatmen, aktivier trotzdem deinen Fußzeh. Ausatmen, schieb deinen rechten Fuß in den Oberschenkel. Einatmen durch die Nase und ausatmen durch die Nase mit Geräusch. Einatmen, heb den rechten Arm. Ausatmen, zieh den rechten Arm übers Ohr. Einatmen, schieb trotzdem deine linke Hand oder deinen linken Unterarm in die Matte. Streck deinen rechten Arm und spreiz die Finger. Ausatmen, beide Schulterblätter weg von den Ohren und lass den Kopf wirklich hängen. Einatmen durch die Nase mit Geräusch. Ausatmen durch die Nase mit Geräusch. Einatmen, bring die Hände rechts und links neben dein linkes Bein. Ausatmen, beug dich nochmal über dein linkes Bein. Lass deinen Kopf hängen, schieb die Schultern weg von den Ohren. Aktiviere trotzdem deine Füße. Einatmen durch die Nase. Ausatmen durch die Nase. Einatmen,
Gedanken aktiviere beide Füße. Ausatmen, entspanne deinen Kiefer. Ziehe den linken Arm ganz nach oben. Ausatmen, beug den Ellenbogen, die Hand hinter deinem Rücken zur Hüfte. Einatmen, schieb deine Brustbeine Richtung Decke. Ausatmen, Schultern weg von den Ohren, lass den Kopf hängen, entspanne deinen Kiefer. Einatmen durch die Nase mit Geräusch. Ausatmen durch die Nase mit Geräusch. Ausatmen, zieh den linken Arm übers Ohr nach vorne. Einatmen, tief unter deine Schlüsselbeine. Ausatmen, Schulterblätter weg von den Ohren. Einatmen, die Hände rechts und links neben deinem rechten Bein. Ausatmen, beug dich locker über dein rechtes Bein. Lass den Kopf hängen, entspann deine Schulter, entspann deinen Kiefer. Einatmen, trotzdem durch die Nase mit Geräusch. Ausatmen, durch die Nase mit Geräusch. Bring eine Hand an die Stirn, schieb den Kopf zurück. Für unsere Bauchmuskelübungen kriegt ihr ein bisschen Hilfe. Es kommt nämlich gleich magisch hinter der Kapodakrille hervor und zeigt mit mir zusammen die Bauchmuskelübungen. Die Rolle legst du dir erstmal daneben und legst dich auf deinen Rücken. Stellst beide Füße auf, Füße unter deine Knie. Und lässt die Arme locker neben dir liegen, Handflächen zeigen Richtung Decke zu. Jetzt einatmen, spreizt deine Zehen, heb alle zehn Zehen an. Und ausatmen, schieb aber trotzdem deine ganze Fußsohle auf die Matte. Einatmen, schieb deine Rippen, den oberen Rücken, den unteren Rücken auf die Matte. Ausatmen, kipp dein Becken, zieh den Bauch nach und nach innen. Genau. Einatmen, entkipp dein Becken. Drück deine Rippen auf die Matte, mittleren Rücken, unteren Rücken. Ausatmen, kipp dein Becken, zieh den Bauch nach innen. Einatmen, entkipp dein Becken. Drück Rippen auf die Matte, unteren Rücken, ganzen Rücken auf die Matte. Ausatmen, kipp dein Becken, zieh den Bauch nach innen. Einatmen, entkipp dein Becken. Drück die Rippen auf die Matte, den ganzen Rücken auf die Matte. Ausatmen, kipp dein Becken, zieh den Bauch nach hinten. Einatmen, entkipp dein Becken. Ausatmen, entspannen. Nimm dir deine Rolle und bring die Rolle so eng an deinen Schambein, du kannst zwischen deinen Oberschenkeln. Birgit hat das noch nicht gemacht mit der Rolle, ihr seid ja schon hoch.
Profis. So. Du hast folgende Möglichkeiten. Entweder lässt du deine Füße auf der Matte und hast wieder die Zehen, um frei zu gehen. Variante 2. Du hebst die Füße an, hast deine Knie 90 Grad gebeugt. Knie sind über deinem Becken, Becken unter den Knien. Oder Variante 3. Du streckst die Beine Richtung Decke aus. Schieb die Beine ein bisschen nach hinten, sodass wieder deine Füße über dem Becken sind. Deine Entscheidung, je nachdem, wie gut du das im unteren Rücken halten kannst. Verschränk deine Finger. Bring die Hände an deinen Hinterkopf, Ellenbogen neben die Stirn. Neben die Stirn. Also, riesig, für Twist gedrehte Apps mit der Rolle. Nimm eine riesige Einatmung. Halt den Atem an. Heb Kopf und Schultern ein bisschen an. Drück den unteren Rücken auf die Matte. Kipp dein Becken. Ausatmen beide Ellenbogen zum linken Knie. Aber lass deine Beine über deine Hüfte. Halt den Atem draußen, zieh den Bauch nach innen, Becken. Einatmen, komm zurück zur Mitte. Entkipp dein Becken. Halt den Atem an, drück den unteren Rücken auf die Matte, kipp dein Becken, quetsch die Rolle, spreiz die Zehen. Ausatmen, beide Ellenbogen nach rechts. Halt den Atem draußen, zieh den Bauch nach innen, Becken, Boden hoch, quetsch die Rolle, entspann trotzdem deinen Kopf. Einatmen, komm zurück zur Mitte. Entkipp dein Becken. Halt den Atem an, drück den unteren Rücken auf die Matte. Kipp dein Becken, quetsch die Rolle, spreiz die Zehen. Jetzt ausatmen, beide Ellenbogen nach zum linken Knie. Halt den Atem draußen, zieh den Bauchnabel nach innen, Beckenboden hoch. Spreiz die Zehen, quetsch die Rolle, entspann trotzdem dein Gesicht. Einatmen, komm zurück zur Mitte. Entkipp dein Becken, halt den Atem an, drück den unteren Rücken auf die Matte. Quetsch die Rolle, spreiz die Zehen. Ausatmen, beide Ellenbogen nach rechts. Halt den Atem draußen, zieh den Bauchnabel nach innen, Beckenboden hoch. Entspann trotzdem deinen Kopf. Einatmen, komm zurück zur Mitte. Entkipp dein Becken. Letzte Runde. Halt den Atem an. Drück den unteren Rücken auf die Matte. Quetsch die Rolle, spreiz die Zehen. Ausatmen, beide Ellenbogen nach links. Halt den Atem draußen, zieh den Bauchnabel nach innen, Beckenboden hoch. Einatmen, komm zurück zur Mitte. Entkipp dein Becken. Halt den Atem. Drück den unteren Rücken auf die Matte, kipp dein Becken, quetsch die Rolle, spreiz die Zehen. Ausatmen, beide Ellenbogen nach rechts. Halt den Atem draußen, zieh den Bauchnabel nach innen, Beckenboden hoch. Einatmen, komm zurück zur Mitte. Ausatmen, stell die Füße ab, leg die Hände auf den Bauch. Normalerweise lachen jetzt alle, weil sie sich freuen, dass sie Bauchmuskeln bekommen haben. Du spürst nochmal, wo du die Übung gerade gespürt hast. Nimm ein paar tiefe Bauch-, Ein- und Ausatemzüge. Vielleicht kannst du dich an dein Gefühl von vorne erinnern, das du in der Intention gefunden hast. Und mit jeder Einatmung saug dich in diesem Gefühl voll und finde auch nochmal die Stelle, die du vorher gefunden hast, dass dieses Gefühl sich ganz in dir ausbreitet. Bring die Hände an deinen Hinterkopf, Ellenbogen neben die Stirn. Du hast wieder die drei Möglichkeiten. Entweder Füße auf der Matte, Knie im rechten Winkel oder Beine Richtung Decke. Die Zehen sind immer gespreizt. Die Rolle ist immer zwischen deinen Oberschenkeln. Jetzt trainieren wir ein bisschen noch die geraden Bauchmuskeln. Nimm eine riesige Einatmung. Halt den Atem an, drück den unteren Rücken auf die Matte, quetsch die Rolle, spreiz die Zehen. Ausatmen, Ellenbogen Richtung Decke. Halt den Atem draußen, zieh den Bauchnabel nach innen, Beckenboden hoch, entspann trotzdem den Kopf. Einatmen, den Kopf und Schultern fast ab, entkipp dein Becken. Halt den Atem an, drück den unteren Rücken auf die Matte, kipp dein Becken, quetsch die Rolle, schieb die Fußbeine Richtung Decke, ausatmen, Ellenbogen Richtung Decke. Halt den Atem draußen, zieh den Bauchnabel nach innen, Beckenboden hoch. Einatmen, den Kopf und Schultern fast ab, entkipp. Halt den Atem an, drück den unteren Rücken auf die Matte, kipp dein Becken, quetsch die Rolle, spreiz die Zehen, ausatmen, Ellenbogen Richtung Decke. Halt den Atem draußen, zieh den Bauchnabel nach innen, Beckenboden hoch, schieb trotzdem die Schulter mit der Decke von den Ohren. Einatmen, den Kopf und Schultern fast ab, entkipp dein Becken. Halt den Atem an, drück den unteren Rücken auf die Matte, kipp dein Becken, ausatmen, Ellenbogen Richtung
kleine Einatmung. Außer mit Ellenbogen noch höher. Zieh den Halswirbel drauf, zieh den Bauchnabel nach innen weg, unten spreiz die Zehen, schieb die Fuß und Richtung Deckelbäuchenrolle. Einatmen, und ab. Stell die Füße auf, bring die Hände auf deinen Bauch. Wenn du die Rolle aus deinen Oberschenkeln entnommen hast, bring sie wieder zurück. Also lass sie einfach da. Stell die Füße unter deine Knie, aktiviere deine Fußzehen. Lass die Arme locker neben die linken Handflächen zeigen Richtung Decke. Für Brücke mit Rolle. Einatmen, aktiviere den Bauchnabel, schieb dein Steißbein nach vorne. Außerdem kommen die Schultern rückwärts. Lass deine Schultern dabei einfach da, wo sie jetzt sind. Die Hände dürfen entspannen, deinen Kiefer entspannen, deine Schultern entspannen. Einatmen, schieb dein Becken Richtung Decke. Außerdem schieb dein Gewicht über deine Knie weg, über deine Füße, sodass du eine eher längere Brücke hinkommst. Du atmest immer noch durch die Nase mit Geräusch ein. Und durch die Nase mit Geräusch aus. Vielleicht erinnerst du dich an deine Lieblingsmattennachbarin. Probier mal an die zu denken und atme so laut, dass deine Mattennachbarin dich hören kann, sodass die ganze Karlsruhe bei dem guten Jai-Atem erfüllt wird. Schieb über dein Becken, über deine Brustkorb ein bisschen mehr Richtung Decke, entspanne trotzdem deine Schultern. Und wenn du jetzt deine Beine und deinen Po spürst, das ist eine gute Sache, dann darfst du noch ein bisschen mehr Intensität. Schieb Brustkorb und Becken in die Ecke. Außerdem nimm nur den oberen Rücken zur Matte. Einatmen, mach eine kleine Pause, kipp dein Becken. Außerdem mittleren Rücken zur Matte. Einatmen, mach eine kleine Pause. Außerdem bring den unteren Rücken zur Matte. Jetzt darfst du deine Rolle zur Seite legen. Roll dich auf deine linke Seite. Drück dich langsam nach oben, lass den Kopf aber dabei hängen. Bring dann eine Hand an deine Wange und schieb den Kopf zurück nach oben. Genau. Komm mal den Anfang deiner Matte in den Tadasana. Wenn du noch eine zweite Decke hast, kannst du dir die ans hintere Drittel deiner Matte legen, um bei unseren Sands ein bisschen mehr Polster am Knie zu haben. Oder du entrollst deine Rolle, wir brauchen sie nicht mehr. Oder du hast sowieso einen Teppich und dann ist es ganz einfach. Also, stell deine Füße hüftbreit auseinander, aktiviere deine Fußzehen, bring deine Hände vors Herz. Nimm eine riesige Einatmung, schieb deine Brustbein Richtung Decke. Außerdem Schultern weg von dem Ohr. Einatmen, zieh die Arme Richtung Decke. Außerdem beug dich nach vorne, Knie gestreckt oder gebeugt. Einatmen, Land, linker Fuß nach hinten, linkes Knie setzt ab, Arm Richtung Decke. Arm Richtung Decke, Fingerspitzen gespreizt. Außerdem kommen wir ins Brett. Einatmen, setzt die Knie ab. Außerdem beugt die Ellenbogen, kommen in einer geraden Linie nach unten. Mach kein Ellenbogen und komm nicht mit der Brust zuerst an. Also Birgit kommt nur hoch, weil Birgit hat jetzt alles gezeigt, was man nicht macht. Aber ihr kennt es mal absichtlich. Genau. Perfekte Ziel Bauchnabel bringen. Wie wenn du einen Liegestütz machen wolltest, beugst du die Ellenbogen und bringst den ganzen Oberkörper nach oben. Kein Pol mehr. Die Hände 20 cm vor die Schultern. Einatmen, komm in die Pobrasse hoch, wie es für dich angenehm ist. Außerdem Oberkörper nach unten, Hände unter die Schultern, herabschauen. Einatmen, Land, linke Fuß nach vorne, rechtes Knie setzt ab, Arme Richtung Decke. Spreiz die Finger. Außerdem Vorbeuge, rechter Fuß neben der linken. Aktiviere deine Füße. Einatmen, roll Wirbel für Wirbel nach oben auf, zieh die Arme Richtung Decke. Spreiz die Finger. Außerdem Hände vors Herz.
eine Vorbeuge. Einer mit Land rechts, das ist nach hinten rechts, die letzte Arm Richtung Decke. Außer kommt ins Brett. Einer mit setzt die Knie an. Jetzt wieder wie ein Brett. Außer für den ganzen Oberkörper abnehmen. Hände 20 cm vor die Schultern. Einer mit Oberkörper. Man darf die Hände noch mehr nach vorne bringen, dann bildet es mal. Außer für den Oberkörper ab. Bring die Hände zurück unter die Schultern, herabschauen. Einatmen, dann rechter Fuß nach vorne, linkes Knie setzt ab, Arm und Decke. Außer Vorbeuge, linke Fuß, linke Rechte. Aktiviere alle deine Zehen, Fuß 10. Einatmen, roll dich Wirbel für Wirbel nach oben auf, Arm und Decke. Außer Hände vor das Herz. Einatmen, Arm und Decke. Außer Vorbeuge. Einatmen, lang, linker Fuß nach hinten, linkes Knie setzt ab, Arm und Decke. Ausatmen, komm ins Bett. Einatmen, setz die Knie aus ihrem Bauch nach hinten. Ausatmen, leg den ganzen Oberkörper mit einer Linie ab. Bring die Hände 20 cm vor die Schultern. Einatmen, Oberkörper. Ausatmen, herabschauen. Einatmen, lang, linker Fuß nach vorne, rechtes Knie setzt ab, Arm und Decke. Ausatmen, Vorbeuge. Aktiviere deine Fußzehen. Einatmen mit aktiven Füßen, komm nach oben, roll dich Wirbel für Wirbel auf, Arm Richtung Decke. Ausatmen, Hände vors Herz. Einatmen, Arm Richtung Decke. Ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, lang, rechter Fuß nach hinten, rechtes Knie jetzt ab, Arm Richtung Decke. Ausatmen, komm ins Bett. Einatmen, setz deine Knie ab. Ausatmen, komm in die Hände vor die Schultern, einatmen, Oberkörper. Außerdem herabschauen. Einatmen, Land, rechter Fuß nach vorne, linkes Knie setzt ab, Arm Richtung Decke. Außerdem vorbeugen. Einatmen, roll dich nach oben auf. Außerdem Hände vor das Herz. Einatmen, Arm Richtung Decke. Außerdem vorbeugen. Einatmen, Land, linker Fuß nach vorne. Ausatmen, komm ins Bett. Einatmen, setz die Knie ab. Ausatmen, komm in die Auflage. Einatmen, Ober. Ausatmen, herabschauen. Einatmen, linke Fuß nach vorne. Ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, richte dich nach oben auf, Arm und Decke. Ausatmen, Hände fürs Herz. Einatmen, Arm und Decke. Ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, Land, rechter Fuß nach hinten. Ausatmen, komm ins Bett. Einatmen, setz die Knie ab. Ausatmen, roll die Hände. Einatmen, Oberkörper. Ausatmen, herabschauen. Einatmen, Land, rechter Fuß nach vorne. Ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, roll dich nach oben auf, Arm und Decke. Außerdem Hände vors Herz her. Aktiviere nochmal alle Zehen, Fußzehen. Schieb dein Brustbein durch die Decke. Schultern weg von dem Boden. Schließ für den Moment die Augen. Spür einfach deine Atmung, spür deine Stelle, aktiviere deine Beine. Einatmen, heb die Arme mit der Decke. Außerdem beug dich nach vorne. Einatmen, linke Fuß nach hinten. Außerdem rechts dazu, herabschauen. Für Lunch mit unserem Gehirnkörbchen. Einatmen, bringe linken Fuß nach vorne, rechtes Knie setzt ab. Arme Richtung Decke. Jetzt, bitte macht einen sehr langen Lunch. Eigentlich wollen wir aber, dass die Hüfte über dem Knie ist und das Knie über dem Knöchel. Das Gehirnkörbchen kennt ihr. Einatmen, zieh die Arme ganz lang. Verschränk die Finger. Außer probieren die Hände an deinen Hinterkopf. Einatmen, schieb dein Brustbein auf die Decke. Außer lass den Kopf nach hinten sinken. Wenn du magst, kannst du dich in der Haltung in so eine kleine Rückbeuge arbeiten. Musst du aber nicht. Achte darauf, dass du deinen vorderen Fuß aktivierst, wenn du die Matte schiebst.
Bei deinem hinteren Fuß kannst du gebirge die Fußsehne aufstellen. Musst du aber nicht. Du kannst auch den Fußspann ablegen und den Fußspann auf die Matte drücken. Du atmest auf jeden Fall durch die Nase mit Geräusche ein. Und durch die Nase mit Geräusche aus. Einatmen, spreiz deine Rippen, den Brustbein unter die Decke. Ausatmen, entspanne wirklich deinen Kopf und den Kiefer. Einatmen durch die Nase mit Geräusche. Streck die Arme Richtung Decke, spreiz deine Finger. Für einfach gedrehte Lunge. Außerdem bring die rechte Hand zur Matte. Entspann dein rechtes Ohr zur rechten Schulter. Heb den linken Arm Richtung Decke. Einatmen, schieb deine Füße in die Matte. Zieh deine Brustbeine Richtung Decke. Außerdem lass den Kopf noch mehr hängen. Einatmen durch die Nase und Mund. Außerdem durch die Nase und Geräusch. Wenn du magst, kannst du die Augen zu machen. Du kannst dir auch vorstellen, wie ich normalerweise den Kopf noch ein bisschen weiter zum Hängen bringe. Guck, dass du nicht auf deine Zähne beißt und dass dein Kiefer einfach hängen darf. Deinem linken Bein und dein rechter Oberschenkel darf Richtung Matte sinken. Einatmen immer noch durch die Nase mit Geräusch. Ausatmen durch die Nase mit Geräusch. Spreize deine Finger. Dein Po bleibt über deinen Knien. Du beugst die Ellenbogen bis kurz vom Boden. Ellenbogen streben zueinander. Lass deinen Kopf hängen und schieb den Punkt zwischen deinen Schultern mit dem linken Deck. Das müsste jetzt echt anstrengend in deinen Armen werden. Und bitte mach nicht so einen Ruck, weil schieb deinen Rücken wieder hoch. Genau. Schieb richtig fest die Hände in die Matte. Atme immer noch durch die Nase ein. Durch die Nase aus. Einatmen. Ausatmen. Zwei. Einatmen. Ausatmen. Drei. Einatmen. Streck deine Beine, die Arme, stell die Fußzehen auf. Ausatmen. Herabschauen. Wenn du das zu Hause länger machen möchtest, du kannst es so lange machen, wie deine Arme das schaffen. Einatmen. Rechter Fuß nach vorne. Landstrecken. Sieht die letzte Arme durch die Ecke. Guck wieder, dass deine Hüfte über deinem Knie ist. Knöchel über Fuß, Bewegung zwischen Knie zurück. Genau. Für unser Gehirnkörbchen, einmal streck die Arme ganz lang, verschränke die Handflächen, ausatmen die Hände an den Hinterkopf. Einmal schieb dein Brustbein in die Decke. Ausatmen, entspannen deinen Kopf machen. Einmal aktiviere deine vorderen Fußzehen. Ausatmen, aktiviere auch dein hinteres Bein. Einmal durch die Nase.
vorzulegen, Schulter sinken. Einatmen, heben den rechten Arm Richtung Decke. Jetzt einatmen, tief unter deine Schlüsselbeine schiebt den Brustbein Richtung Decke. Ausatmen, schiebt die Schulterblätter weg von den Ohren. Einatmen, spreiz deine rechten Finger. Ausatmen, schiebt den linken Arm in die Matte. Einatmen. Von außen dein Schienbein, Unterarm liegt an deinem Oberschenkel. Die linke Hand kommt schräg nach vorne. Oberschenkel sinkt Richtung Matte. Linke Schulter kommt hoch, sodass du deinen Kopf auf deine Schulter ablegen kannst. Oberkörper kuschelt sich zu deinem rechten Fuß, Bein. Halt den Atem an, zieh die Schultern nach oben, bring sie nach hinten.
Ausatmen nach unten. Entspann deine Arme. Riesige Einatmung. Halt den Atem an, lass die Schultern unten. Bring die Schulterblätter zusammen. Ausatmen, schieb die Schulterblätter nach unten. Entspann die Arme. Riesige Einatmung. Halt den Atem an, lass die Schultern unten. Beug deine Ellenbogen. Bring mit Hilfe der Ellenbogen deine Schulterblattspitze zusammen. Ausatmen, schieb die Schulterblätter nach unten. Entspann die Arme. Aktiviere nochmal deine Füße. Beug dein linkes Knie ein bisschen näher. Einatmen, heb die Arme Richtung Decke, spreiz deine Finger. Ausatmen, Schultern weg von den Ohren. Krieger 1. Konzentriere dich einfach nur auf deine Atmung und aktiviere deine Füße und Beine. Einatmen, immer noch durch die Nase, wie ihr wollt. Ausatmen, durch die Nase, wie ihr wollt. Setz die linke Hand flach drauf, lass dein rechtes Ohr zur rechten Schulter sinken. Einatmen, dreh dein Brustbein Richtung Decke. Ausatmen, entspann den Kopf, Schultern weg von den Ohren. Einatmen durch die Nase mit euch. Ausatmen, entspann deinen Kiefer. Wenn deine Schulter ein bisschen wehtut oder aus anderen Gründen ein bisschen schwach ist, verstreng deine Finger. Ansonsten lass die Hände wie sie sind. Lass deinen Kopf nach unten hängen. Einatmen, schieb die Unterarme in die Matte und den Punkt zwischen deinen Schulterblättern Richtung Decke und Bauchnabel nach innen. Stell deine Fußzehen auf. Ausatmen, streck die Beine vor Richtung Decke. Und die Beine und dein Po ist mehr wie ein Herabschauen im Hund und nicht wie in einem Unterarmstütz oder in einem Liegestütz. Genau, also wenn du das Gefühl hast, du bist mehr in einem Unterarmstütz, komm mit den Füßen näher ran. Atme immer noch durch die Nase ein. Nase aus. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Ausatmen, drei, komm auf deine Knie, komm zurück auf die Hände, herab Schulter und einatmen, rechter Fuß nach vorne, kriege eins, hintere Ferse auf die Matte, Arme in die Decke, dann entspannen deine Arme, führ nochmal zwei Runden die Schulter zurück, nimm eine riesige Einatmung. Halt den Atem an, zieh die Schultern nach oben, bring sie nach hinten. Ausatmen, Schulterblätter. Riesige Einatmung. Halt den Atem an, lass die Schultern unten, bring die Schulterblätter zusammen. Ausatmen, Schulterblätter nach hinten. Und zieh den Bauchnabel ein, mach keinen Kopf. Riesige Einatmung. Halt den Atem an, lass die Schultern unten, beug die Ellenbogen, bring die Schultern und Spitzen zusammen. Ausatmen, Schulterblätter. Entspann die Arme.
Bauch ein. Riesige Einatmung. Halte Atem an, zieh die Schultern nach oben, bring sie nach hinten. Ausatmen, Schulterblätter nach unten. Entspann die Arme. Riesige Einatmung. Halte Atem an, lass die Schultern unten, bring die Schulterblätter zusammen. Ausatmen, Schulterblätter nach unten. Riesige Einatmung. Halte Atem an, lass die Schultern unten, beug die Ellenbogen, bring die Schultern und Spitzen zusammen. Ausatmen, schieb nach unten. Entspann die Arme. Beug nochmal dein vorderes Knie. Schieb beide Füße in die Matte, aktiviere die Zehen. Einatmen, andere Richtung, Decke, spreiz die Finger. Ausatmen, Schulterblätter weg von dir. Einatmen, schieb dein Brustbein Richtung Decke, spreiz die Hinten. Ausatmen, mach kein. Check wieder deinen Abstand, indem du deine gegenüberliegenden Bizeps greifst. Kannst die Finger verschränken oder die Hände auf der Matte lassen. Lass den Kopf hängen. Nimm eine riesige Einatmung, schieb den Punkt zwischen deinen Schulterblättern Richtung Decke. Stell die Fußzähne auf. Ausatmen, Delfin. Du kannst hier einfach bleiben oder wenn du möchtest, einatmen, heb dein linkes Bein. Ausatmen. Thank you.
dann streck den linken Arm nach vorne aus. Ausatmen, dreh dich über die linke Seite auf den Rücken. Streck beide Beine aus. Einen zieh das linke Bein zu dir an. Greif das Schienenbein, zieh es so nah zu dir an. Ganz flex in den Fuß, schieb das rechte Bein auf die Matte. Für halbes Happy Baby oder im Force-Yoga halber toter Käfer. Schieb deinen linken Fuß so Richtung Decke, lass das Knie gebeugt und greif den Fuß von innen. Schieb trotzdem deine Schulter Richtung Matte. Löse deine Mulabandha, löse die Ujjayi-Atmung. Atme einfach länger ein als groß ein. Und länger und langsamer aus, als du sonst ausatmest. Du kannst das Knie auch mehr beugen und mehr nach außen fallen lassen, als wir das gemacht haben. Aber mach das einfach so, dass es für dich bequem ist und dass du deine Schultern auf der Matte liegen lassen kannst. Mit deiner nächsten Einladung zieh deinen Fuß noch in Richtung Achselhöhe oder dein Knie Richtung Achselhöhe. Außerdem löst dein Fuß, streckt das linke Bein auf der Matte aus. Einer zieht das rechte Bein zu dir unten. Greif dein Schienbein, zieh es so nah zu dir an. Für halbes Happy Baby, halber toter Käfer, Fußsohle Richtung Decke. Knie gebeugt, Knie Richtung Achselhöhe, Schultern auf der Matte. Einatmen, länger als du sonst einatmest. Ausatmen, länger und langsamer als du sonst ausatmest. Zieh den Fuß nochmal zu dir ran, Knie Richtung Achselhöhle, Schultern auf die Matte. Außerdem streck das rechte Bein auf der Matte aus. Zieh beide Knie zu dir ran, Füße in die Luft, Fußsohlen zusammen, Knie nach außen. Greif deine Füße. Jetzt schieb deine Füße erst ein Stück Richtung Decke und dann Richtung Brustbein. Deine Schultern und deine Po sollen aber trotzdem möglichst auf der Matte bleiben. Und es geht nicht darum, dass die Knie möglichst weit nach außen gehen. Es geht nicht darum, deine Füße an die Stirn oder auf deine Brust zu legen, sondern einfach darum, dass wir den Rückenmuskel ein bisschen lang ziehen. Also das darf eine ganz entspannte Haltung für dich sein. Durch den Mund aus. Sehr schön. Letztes Mal. Riesige Einatmung. Durch den Mund aus. Und streck beide Beine auf der Matte aus. Nimm dir alles, was du für Shavasana brauchst. Wenn du zu Hause ein Kissen hast, kannst du dir ein Kissen unter deine Knie legen. Zum Beispiel die Rolle, die du vorher benutzt hast. Wenn du noch eine Decke hast, kannst du dich zudecken. Wenn du viel Platz hast, kannst du deine Beine an der Wand hochlegen. Oder vielleicht hast du auch einen Yoga-Gurt und erinnerst dich daran, was wir in Yoga-Stunden sonst mit diesem Gurt am Ende der Stunde machen. Jedenfalls hast du diese 10 Minuten Shavasana für dich oder 5. Du kannst dir auch ein schönes Lied dazu anmachen und danach einfach auf den, wie wir das immer üben, mit entspanntem Kopf, dem Kopf wieder nach oben helfen. Und dann kannst du dich noch bei dir selber bedanken und nochmal schauen, wie es dir nach dem Shavasana geht, wie es deiner Stelle geht, wie es dem Gefühl geht, dass du in dieser Stunde mehr in dir aufsaugen wolltest. Und ich hoffe, dass dir die Yoga-Klasse gefallen hat und ich freue mich darauf, dich ganz bald wieder in echt